Jo, Mahlzeit, Leute. Ich bin auf dem Weg nach Wickradberg. Ist ein Dorf hier in München-Gladbach. Und zwar habe ich gestern ein bisschen in Facebook rumgestöbert und habe da was Schönes für meine Sammlung gefunden. Und zwar fahre ich jetzt einen Game Boy Color abholen. Die Frau wollte erst 50 Euro dafür haben. Mit einem Donkey Kong Country dabei als Game Boy Color Spiel. Hat aber von sich selber dann einen Tag später schon die Anzeige auf 40 Euro runtergesetzt. Und ich fahre mir den jetzt für 25 abholen. Ich will hoffen, die Frau macht mir die Tür auf, weil das schon extrem weit runter unterm Preis ist. Ich habe heute nochmal mit der geschrieben, ob es dabei bleibt. Sie meint auf jeden Fall. Und den fahre ich mir jetzt abholen. Zeige ich euch natürlich später nach dem Flohmarkt bei den Pickups. Und dann würde ich sagen, bis später, Leute. Jo, morgen Freunde, nach dem Gameboy-Schnapper bin ich jetzt auf dem Weg zum Flohmarkt hier in München-Gladbach. Wir haben 5:45. Wegen den aktuellen Ereignissen ist es zurzeit so, dass ich samstags wieder arbeiten muss. Ich habe euch schon mal erzählt, dass ich für die Pharmaindustrie arbeite und jetzt muss ich samstags leider wieder ran. Nichtsdestotrotz stehe ich einfach ein bisschen früher auf und nehme dann um 6 Uhr morgens den Flohmarkt bei uns in München-Gladbach an der Trabrennbahn mit. Ich bin gespannt, ob der überhaupt stattfindet. Es sind ja viele Flohmärkte abgesagt worden. Ich habe gestern extra nochmal bei markom.de geguckt und der soll wohl stattfinden, der Flohmarkt. Und da fahren wir jetzt mal gucken. Morgen geht es dann nach Neuss, nach Real. Das ist ein größerer Flohmarkt, da bin ich auch mal gespannt, weil Düsseldorf und Umgebung wird auch alles abgesagt. Wir lassen uns einfach mal überraschen und ich würde dann sagen, wir sehen uns auf dem Flohmarkt mit Live-Aufnahmen und ja, schauen wir mal und Daumen drücken, Leute, dass das auch alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ja. Ja.
Abfahrt freilassen. Keine mehr. Was soll die Tasche denn kosten? Was? Was denn? 30? Gucken Sie mal durch, da sind ganz viele Figuren. Ja. Wir können noch einen Paketpreis machen, wenn Sie noch was dabei nehmen oder was, dann können wir mal 2 Euro durch haben. Ja. Das ist doch noch eingefragt. Ja. Ich kenne mich zu wenig damit aus. Was? Ich kenne mich echt zu wenig. Hier ist Playmobil. Ja, alles cool. Und hier sag ich mal. Figuren, alles mögliche dabei. Könnt ihr alles auspacken, wenn ihr wollt. Das auch. Da sind auch alles Figuren drin. Müsst ihr mit dem Schlüssel aufmachen, dann kann man das alles sehen. Das ist so ein Bock oder was? Ja, genau. Da muss man aufmachen. Jo. Das ist auch schön dekorativ, so viele Figuren rein. Das ist schön dekorativ, die kann man immer irgendwo hinstellen, ne? Wenn einer so Fantasy liegt oder so. Weil, da wollte ich. Da muss ich einen Fuß haben, ne? Das alte ist ein bisschen.
Yo, Mahlzeit, Leute. Hier bin ich wieder. Zurück vom Flohmarkt. Zumindest von den Flohmärkten, die stattgefunden haben. Leute, das Coronavirus, ne? Ich kann's nicht mehr hören, aber es hat uns in der Hand. Die größten Flohmärkte werden abgesagt hier in NRW. Ein riesen Flohmarkt in Düsseldorf, der nächste Woche ist auf dem Messegelände, ist abgesagt worden. In Neuss ist einiges abgesagt worden. Ich war gestern bei uns in Mönchengladbach auf der Trabrennbahn, das habt ihr gesehen im Video, hab da aber auch überhaupt gar nichts gefunden. Und ja, der hat auch das letzte Mal stattgefunden, dann bis nach den Osterferien. Und ja, heute war ich dann mit Marcel und Kai wieder unterwegs und wir waren in Neuss. Den einzigen Flohmarkt haben wir besucht, der Neuss stattgefunden hat. Am Sonntag. Und zwar war das ein Realflohmarkt. Und das Problem ist aber, die Realflohmärkte, die sind sehr, 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 sehr händlerlastig. 80% Händler und der Rest Privatleute. Ich habe trotzdem ein bisschen was gefunden. Und zwar fange ich einmal an mit Sachen, die ich auf jeden Fall weiterverkaufen werde als Refinanzierung. Und zwar habe ich als allererstes einmal eine Figur gefunden von World of Warcraft. Das ist der Medivh in OVP. Fand ich ganz cool. Zu den Preisen komme ich gleich. Ist, glaube ich, eine amerikanische Figur. Die gab es hier nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall für den Preis, werde ich euch gleich sagen, habe ich die sehr gerne mitgenommen. Medivh ist, glaube ich, ich habe den Film gesehen, ist, glaube ich, der Beschützer der Allianz. Und wird aber nachher vom bösen Zauber der Horde, vom Gift heißt das, glaube ich, oder Gift, berichtigt mich gerne in den Kommentaren, besessen. Und ja, guckt euch den Film an, sehr cooler Film, auf jeden Fall einmal mitgenommen. Medivh in OVP, ungeöffnet, sehr cool. Dann habe ich einmal mitgenommen, habe ich so noch nie gesehen, ich war aber als Kind auch immer sehr großer Playmobil-Fan. Und zwar habe ich eine Ritterburg mitgenommen. Ich blende euch mal kurz ein Bild ein, wie es aussieht, wenn das komplett aufgebaut ist. Das Coole an der ganzen Sache, das ist eine mobile Ritterburg. So sieht der ganze Spaß dann aus. So ein Kasten. Und den kann man hier aufschließen, den Kasten. Und dann hat man hier so eine mobile Ritterburg. Sehr cool, man kann das hier so aufklappen, zack, zack. Und hier noch so ein Gitter, sehr cool. Hier bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da war leider das falsche Teil bei. So als Zugbrücke. Aber auch hier für den Preis sehr gerne mitgenommen. Komme ich gleich zu, Leute. Hier sind noch die ganzen Ritter, die einzeln dabei waren. Die waren alle komplett sehr cool, hier mit Fahne und Schild, mit Helm und Schwert und allem drum und dran. Einmal diesen Ritter, diesen Fahnenträger. Dann einmal ja so ein normaler Lanzenträger, aber sehr detailliert, hier mit Kapuze und so, sehr cool. Dann war einmal so eine Armbrust dabei. Dann einmal hier, den fand ich eigentlich am coolsten, ich glaube, der gehört auch dabei, der sieht aus wie so ein Beschützer dieser Schatzhöhle mit Schild und Schwert und Axt und sehr cool. Alles mit Helm komplett, ich zieh den mal ab hier, so, sehr cool, oder? Sehr detailliert, Playmobil, Leute, wer hatte als Kind kein Playmobil? Ich glaube, das hat jeder gehabt. Dann war dieser Ritter noch dabei. Hier auch mit Schwert hinten, kann man alles rausziehen. Dass die Teile überhaupt noch alle dabei waren, Leute, das war schon sehr cool. Ja, dann hier noch die Kristalle. Habt ihr ja im Bild gesehen, weil ich euch eingeblendet habe. Die Flammen, die oben drauf waren. Sehr cool. Ja, und wie gesagt, ich habe euch das Bild eingeblendet, wie es aussieht, wenn es aufgebaut ist. Und dann habe ich an den Stand noch einmal eine Drittanbieter Memory Card mitgenommen. Ich habe für alles zusammen 10 Euro bezahlt. Ich finde, da kann man überhaupt nicht meckern, weil hier diese Ritterburg, ne, mobile Playmobil, Leute, ich versuche mal ein paar Preise zu finden. Falls ich was finde, blende ich euch das hier wieder ein. Die sind nicht so ganz günstig. Dann, wenn ich was zum Medivh finde, auch hier wieder natürlich der Preis eingeblendet. Fand ich auch sehr cool in OVP. Und einmal die Memory Card als Drittanbieter, Leute. Ich habe für alles 10 Euro bezahlt. Ich habe für den Medivh 2 Euro bezahlt. Für die mobile Ritterburg hier habe ich 6 Euro bezahlt. Und einmal 3 Euro für die Drittanbieter Memory Card. Kann man immer brauchen für die PlayStation 1. Sehr cool. Habe ich mich sehr darüber gefreut.
Ja, dann waren wir auch schon durch beim Realflohmarkt, Leute. Wie gesagt, ey, Coronavirus, die Leute haben ein bisschen Angst und viele Händler da gewesen auf den Stand und ja, nichts Großartiges mehr gefunden. Wir waren um 7:10 da und da waren die Leute gerade am Aufbauen und waren bis 9 Uhr da und haben auch gemerkt, ja, hier geht jetzt nichts mehr. Und dann sind wir noch nach Mönchengladbach gefahren, der einzige Flohmarkt, der dann heute in Mönchengladbach stattgefunden hat, auf dem Rewe-Parkplatz und ja, haben uns auch durchgewühlt und da habe ich einen sehr, sehr coolen Fund gemacht für meine PlayStation 2 Exklusivsammlung und zwar einmal Sly Raccoon. Das sind relativ teure Spiele, Leute. Ey, die kriegst du auch unter 15 Euro nicht. Und hier war leider keine Anleitung bei. Der Kollege wollte 7 Euro für das Spiel haben. Ich habe gesagt, hey, wie sieht's aus? Da ist keine Anleitung bei, können wir noch was machen? Ja, komm, machen wir 6. Habe ich dann 6 Euro für bezahlt. Wie gesagt, das ist ein Spiel, Leute, das stand noch mit auf meiner Liste. Die sind echt nicht günstig. Habe ich sehr gerne mitgenommen für 6 Euro. PlayStation-Exklusivtitel für die PlayStation 2. Sly Raccoon. Gibt's, glaube ich, mittlerweile 3 Teile von. Die sind alle nicht so günstig und ja, Schnapper, würde ich sagen. Dann habe ich ein schönes Spiel gekauft, das sieht man nicht so oft. Kein besonderes Spiel meiner Meinung nach, aber also wahrscheinlich für viele kein besonderes Spiel. Für mich schon ein besonderes Spiel, weil ich mag diese Sportart gerne und ich finde, das sieht man auch nicht so oft für die PlayStation 2. Und zwar habe ich mir für die PlayStation 2 einmal Home Run mitgenommen. Ein Baseballspiel, ganz klassisch, ganz normales Baseballspiel. Habe ich noch nicht angespielt, ich bin mal gespannt. Hier kommt es aber komplett mit Anleitung. Der Kollege wollte 6 Euro dafür haben, habe ihn auf 4 runtergehandelt. Fand ich auch ganz okay für ein Spiel, was man nicht so oft sieht. Beide Spiele werden definitiv in meiner Sammlung bleiben. Ja, das war's dann auch schon mit Flohmarkt, Leute. Aber ich bin noch nicht durch mit Pickups. Und zwar hatte ich noch einen kleinen Deal, habt ihr am Anfang des Videos gesehen, über Facebook. Ich habe den Game Boy Classic hier stehen. Sehr cool. In so einer Schutzhülle, würde ich sagen. Game Boy Classic einmal. Und ich hätte gerne den Game Boy Classic, den Game Boy Color, den Game Boy Pocket und den Game Boy Advance. Den Nintendo DS habe ich auch hier stehen. Ich muss ihn nicht in alle Farben haben. Und dementsprechend habe ich dann auf Facebook eine Anzeige gesehen, total crazy. Ein Game Boy Color für 50 Euro habe ich auf Beobachten gesetzt. Die Frau ist selber dann auf 40 Euro runtergegangen. Und ich finde, man muss auch manchmal dreist sein, einfach mal den Preis, den man sich vorstellt, angeben. Und ich war wirklich nicht unfair. Ich habe der guten Frau geschrieben, hey, für 25 Euro komme ich den Game Boy Color gerne abholen. Die Frau hat mir am nächsten Tag geschrieben, hat sich darauf eingelassen. Und zwar habe ich jetzt einmal für 25 Euro einen lilanen Game Boy Color bekommen. Hier ist auch nichts ausgelaufen, ist alles im schönen Zustand. Ich hole die Batterien mal kurz raus. Alles im schönen Zustand. Leider fehlt hier dieser Aufkleber, meine ich. Aber sehr cool. Und da war noch ein Spiel bei. Wenn man das Spiel jetzt mal runterrechnet, zeige ich euch jetzt sofort. Moment, ich mache es eben wieder zu. Und zwar einmal Donkey Kong Country für den Game Boy Color. Das sind 5 bis 8 Euro Titel. Und aber ein schönes Donkey Kong Spiel halt. Und wie gesagt, einmal den Game Boy Color für 25 Euro. Ich schmeiße mal an, damit ihr auch seht, dass er funktioniert. Alles cool. Für 25 Euro, Leute, habe ich Normalpreis bezahlt jetzt. Ne? Also bei eBay gehen die locker für einen Fuffi weg im schönen Zustand. Und ja, ich habe 25 bezahlt, ne? Flohmarktpreis meiner Meinung nach. Ne? Am Flohmarkt bezahlt er auch für so einen Gameboy 20 bis 30 Euro locker. Ja, das war mein privater Schnapper dann. Dann habe ich noch ein Geschenk bekommen, Leute. Und zwar, das hat der Bufti aber auch schon vorgestellt in seinem Video. Und zwar habe ich hier diese Arcade-Maschine bekommen von Marco oder Neo. Guckt auch öfters in meinen Streams rein. Ist Familie. Und er konnte mit diesen Arcade-Mini-Automaten nichts anfangen und hat ihn mir dann überlassen. Ich schmeiße das Ding mal an und guck mal, ob ich euch kurz was zeigen kann. Kann man das gut erkennen? Ihr habt 240 Spiele zur Auswahl. Ich klicke jetzt einfach mal irgendeins an. Vielleicht können wir da ein bisschen was erkennen. Also, ohne Scheiß, also das ist jetzt schlecht zum Vorführen. Moment, ich gehe mal hier auf... Ja, gehen wir mal hier auf Bugcatcher. So. Also dafür, dass es so ein Arcade-Ding ist, ne, ist die Grafik echt nicht verkehrt, Leute. Ne, seht ihr das?
Aber kann man echt nicht meckern, ne? Sind 240 Spiele draus, so Gameboy-Grafik-Style, voll cool. Natürlich alle alles Fake-Spiele, ne? Ein paar Spiele gehen so in die Richtung Blunkit und ja, ein paar Shooter-Smap-Spiele sind da drauf, aber sonst im Großen und Ganzen habe ich mich über diesen Arcade-Automaten sehr gefreut. Ist ein 20€ Arcade-Automat, also auch kein günstiges Ding, und da freue ich mich sehr darüber, dass der Marco mir das überlassen hat. Mit OVP natürlich, steht so in meiner Sammlung drin. Und ja, haben oder nicht haben, Leute, ne? Habe ich mich sehr darüber gefreut, viel mal zwischendurch ein bisschen zu zocken, auch wenn es Fake-Spiele sind. Voll cool, einfach der Nostalgie wegen. Ein echter Arcade-Automat kann man sich wahrscheinlich eh nicht leisten, ich zumindest nicht, und deshalb die kleine Variante in meinem Regal. Ja, Leute, das war's schon wieder. Wie gesagt, Leute, die Flohmärkte sind mau, und hier in NRW und Mönchengladbach sind die Flohmärkte auch schon abgesagt, sehr wahrscheinlich. Ich werde natürlich markcom.de weiter im Blick halten, und sind die Flohmärkte aber abgesagt bis nach den Osterferien, Leute. Ja, man wird sehen, was kommt, ne? Ich werde natürlich weiter Videos raushauen, Leute, ich werde mir immer was einfallen lassen. Ich habe ja mehrere Formate, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und konnte ein bisschen was mitnehmen. Und ich würde dann sagen, bis morgen hoffentlich wieder, Leute, zum Stream. Ich bin raus. Macht's gut. Euer Hometown Retro. Bis die Tage, Leute.